alles im Gleichgewicht, auch wenn es so scheint, als ob die Erde ausgebeutet wird. Als wenn es so scheint, wenn wir die Nachrichten oder die Informationen hören oder zu den Plätzen gehen, wo diese menschliche Rasse den Planeten so verändert, dass die menschliche Rasse in einigen Schichten der Bevölkerung Angst bekommt, dass ein Ungleichgewicht auf der Erde herrschen würde. Auch wenn es scheint, dass es ein paar Reiche gibt und viele Arme, die nicht so viel haben, ist doch alles im Gleichgewicht. Denn du kriegst immer nur das, was deinen Konzepten, deinen Vorstellungen oder was auch immer deiner inneren unbewussten Struktur zugrunde liegt, dir zusteht. Du kriegst immer das, was du brauchst. Und das, was du willst, hast du schon. Nämlich das ist das, was jetzt ist. So ist immer alles im Gleichgewicht. Denn das, was vor Yin und Yang ist, das, was die Quelle von Gut und Böse, von Arm und Reich, von was auch immer ist, ist nie gestört durch den Tanz der Elemente. Kannst du das sehen? Wer, ich? Ah, alles im Gleichgewicht. So mag Angst auftauchen, als Menschlein zu sterben oder zu vergehen, irgendwann mal. Oh, ist doch jetzt hier in diesem Moment alles im Gleichgewicht. Ob ich es glaube oder nicht, es ist jenseits von Glauben und Zweifeln, dass das, was die Quelle von Gut und Böse ist, von Licht und Dunkelheit, ist das absolut Gute. Das ist, was nie verschwinden wird. Die Essenz von dem Ich und dem Du, das scheinbar auf der Leinwand des erlebbaren Lebens auftauchen kann. Also, alles im Gleichgewicht. Danke fürs Zuhören, auf Wiedersehen und Wundersehen.